Ich hab über 10.000 Teelichter zu Hause. Ich habe meinen Lebensstandard auf dem aufgebaut, was ich als Rentner bekomme. Ich bin Rentner und das ist so, dass ich gut leben kann. Und wenn das Einschnitte bedürfen, dann muss ich auf irgendwas verzichten. Es geht ja sonst nicht. Das heißt also, ich gehe halt eben günstige Angebote einkaufen. Ich werde bei der Energie, werde ich jetzt mit meiner Frau zusammen von unserem großen Wohnzimmer raufziehen in ein kleines Schlafzimmer oben und dort einen Fernseher aufstellen und dort unsere Abende verbringen, weil wir dort vom Heizen her viel einsparen können und so weiter und so weiter. Wir können ja nicht anders reagieren. Wir müssen einsparen. Also Energiekosten sind jetzt bei uns noch gar nicht so angekommen. Also wir kriegen es noch nicht zu spüren. Wir haben Biogasanlage und so bei uns. Ich wohne auf dem Dorf, also ich komme nicht aus Hamburg. Deswegen ist es bei uns noch nicht so extrem angekommen, aber man merkt es trotzdem auf allen Ebenen, egal wo in der Gesellschaft gerade. Ne? Also ich habe jetzt einen Wohnwagen. Ne? Also ich bin in der Lage, meinen Wohnwagen über den Winter zu heizen. Das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten in der Wohnung natürlich Teelichter en masse gehortet. Ich habe über 10.000 Teelichter zu Hause. Ja, was willst du machen? Ne? Solange wie das so geht, natürlich so. Und ansonsten geht es in den Wohnwagen und dann heize ich den Wohnwagen. Wohnwagen ist schnell aufgeheizt, eine kleine Fläche. Ne? Inflation. Es ist teuer, wir müssen alle die Familien durchkriegen. Deswegen gehe ich auf die Straße, weil ich mitfühlend bin mit Menschen, die abends nicht mehr einschlafen können, weil sie Angst haben, wie komme ich über diesen Monat? So, ich bin alleinerziehende Mutter, ich schaff's noch, aber es gibt genug Menschen, die es nicht mehr schaffen. Und das kann doch nicht sein, apropos Demokratie, dass wir hier alle wegschauen. Wo seid ihr? Ihr müsst raus. Sagt endlich mal Nein, weil ein Nein zu anderen ist auch ein Ja für sich. Naja, schon ziemlich hart. Ich habe schon eine ordentliche Erhöhung in meinen Betriebskosten. Da merke ich das natürlich und in allen Bereichen. Also, ja. Ich kann die Frage so ganz gut beantworten. Ich bin nicht alleine. Wir haben uns schon mit unterschiedlichen Menschen zusammengetroffen, um uns auch in irgendeiner Form irgendwie vorzubereiten. Gleichwohl, und bin ich jetzt wieder hier bei dieser Veranstaltung, es ist keine Lösung. Es ist auch unvorstellbar, was hier gerade passiert. Kurz und klein, wir haben uns zusammengeschlossen. Die Freundeskreise sind etwas stärker wieder zusammengewachsen. Das ist vielleicht sogar auch der positive Aspekt in dieser, wenn man überhaupt einen finden möchte in dieser Situation. Wir machen etwas gemeinsam und haben uns auch eigene Ideen überlegt, wie wir damit jetzt im Prinzip auch durch die Krise kommen, so sie denn tatsächlich eintritt.